Heil uns bitte. Man weiß ja nicht, was der noch macht, wenn er nochmal rankommt. Tja, und jetzt dann alle abwehren. Oh, jetzt kommt er schon wieder ran mit seinem scheiß Lufthans. Lass das doch! Das will niemand sehen. Am besten warte ich, bis er wieder anfängt, einen Hauch vorzubereiten, oder? Das wäre wohl die beste Gelegenheit. Bombs. Tja. Sid ist ewig nicht dran. Ja, manche Gegner machen es einem schwer, ihn vernichten zu kriegen. Wehren wir halt schön ab und warten. Perseus Blick auf Wacker. Tschüss, Wacker. Willkommen zurück, Wacker. Na los, mach auch. Ach, du sollst nicht an mir rumkratzen, du Vieh. Auch, ja. Okay. Sid, wo bist du in der Liste? Wie lange braucht's noch? Super. Super, ich liebe dich. Ich liebe dich total. Jetzt fressen wir den Scheißhauch auf. Ein klein bisschen probiere ich da noch rum, dass das so klappt. Ansonsten mache ich ihn einfach so kaputt. Fertig. Dann muss das auch reichen. Ja, schön, Gifthauch. Rikus Ekstase könnte uns vielleicht auch den Arsch retten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn wir eine passende machen, die gut Schaden macht. Ja, ich riskier's mal. Basteln. So. Zeug, das Schaden macht. Wir wollen einen Effekt erzielen, der auch wirklich Schaden macht. Das macht man am besten, wenn man teure und oder seltene Sachen benutzt. Also sag ich zum Beispiel mal. Wir nehmen einen schwarzen Stein und einen Level 1 Ferropass zusammen. Lebensloch. Toll. Ganz toll. Ja, ja, ja. Bitte, Hauch. Ah, du hättest müssen Hauch machen. Depfi. Ah, super. Ja, und er kommt schon wieder ran. Nee, es wird wohl nichts mit dem vernichten. Dafür hat er zu wenig Lust, glaube ich. Ja, komm schon her. Bombs. Ach, ist mir egal. Was ist das Stärkste, das ich ihm entgegenblasen kann? Niemand hat gerade die Ekstase irgendwie voll. Nicht wirklich. Ach, schade. Wacker, komm her, mach ihn platt. Tschüss. Schade. Egal. Manchmal will es eben nicht so richtig. Na, was soll's? Crude! Von dem Moket Buffon! Well! Ich kann befehl! Ach, das wäre lecker gewesen, oder? Wäre das vernichtend gewesen? Scheiß drauf. Zeit, Yuna wiederzuholen. Und ich würde sagen, das machen wir mit ordentlich Action, oder? Das muss richtig gescheit gemacht werden. Also, ihr Penner. Die dort vorne im weißen Kleid, ne? Die gehört mir. Und die hole ich wieder mit. Nur, dass wir uns verstehen. Thank you.
ziemlich viel los dort, aber das schaffen wir trotzdem. Ich würde sagen, das sind die Reste des tollen Drachen, den wir gekillt haben, oder? Schönes Einstiegsfeuerwerk. Also, ihr Penner, ich wäre dann da. Ist mir scheißegal, was ihr da für Maschinen habt. Ihr seid eh scheißdreckige Heuchler. Maschinen verbieten und dann hier so Kanonengolem stehen haben, ne? Ich zeig euch euch dann halt. Wir sind drin. Ich glaube, jetzt habt ihr ein Problem. Besonders du, du Blauhaariger. Ah. Dein Arsch kommt auf meine Liste. Luna! Tja, tja, wir bekommen noch eine letzte Gelegenheit, uns mal wieder etwas hochzuheilen kurz. Nur für die Nötigsten. Ich will noch im Kampf mit der richtigen Frau schneiden können. Also, jetzt Penner. Stehen mir 7000 Mann im Weg, aber was juckt das mich? Wir klatschen sie alle weg. Ist egal. Zwei Heilpotions. Wir wollen den roten, also den gelben Mantel dort in der Mitte als erstes umklatschen, denn der kann uns wehtun. Die beiden da drüben in grün, die können nichts. Schaut mal. Das ist alles, was die in Angriff nennen. Wo steht ich denn? Erbärmlich. Oren, zeigt ihnen, was wir davon halten. Bop. Schade, die Überlebenden schlagen. Ich hätte mir das besser gewünscht. Schade, schade. Och, selbst das Überleben, die ist ja eine Sauerei. Wir sind etwas zu schwach. Ich glaube, ich verteile die Schritte jetzt am besten. Bombs. Warum darfst du zweimal? Wo ist da die Logik? Stirb dran. So, hast du davon. Wie viel Erfahrung geben die, ne? Hallo? Ah. Kommt's da also doch noch irgendwann? Hey, drei Abilities für ihn, gar nicht schlecht. Wir müssen etwas stärker werden, leider. Ein klein wenig. Ja, das ist nicht stärker, das ist nur mehr Mana. Das ist auch nicht stärker, das ist mehr Leben. Auron? Nein, Moment. Hä? Ich sehe gerade nicht die Verbindung zwischen den beiden Feldern hier. Aber anscheinend gibt's wohl doch eine, oder? Ich will es doch hoffen. Ja, gibt's. Ich sah die gerade wirklich nicht. Egal. Ja toll, Riku wird stärker, ne? Gerade die es am meisten braucht, ne? Egal. Was soll's. Trotzdem einfach Zeit, Ärsche zu reißen. Meine Meinung. Ah, noch mehr von euch, hä? Ich würde ja weglaufen, wenn ich ihr wäre. Der Kickbot, der haut daneben. Und deswegen sage ich, die hier können uns wehtun. Ja. Eben, weil es stimmt, nicht?
Sie können es haben. Tja. Der Eisenritter Version 63. Bringt Kimari den Wirbelkick bei. Das ist doch auch mal was. Reicht das für ein Vernichtend? Immer noch nicht, schade. Riku, heil uns mal. Es ist doch nötig bei den ganzen Flammenwerfer-Jungs hier. Albert-Medizin ist sowas Wunderbares. Ist so herrlich. Die ganze Stelle ums Heim und so, das wäre alles so ultra schwer, gäbe es Albert-Medizin nicht, oder?